Dieter Schmutzer, 1953 in Wien geboren, machte nach seinem Studium der Theaterwissenschaften ein Diplom in Sexualberatung und Sexualpädagogik. Er ist seit den ersten Tagen Mitglied der HOSI Wien und gründete deren Showtruppe HOSisters. Er engagierte sich auch früh in der AIDS-Arbeit innerhalb der AIDS-Hilfe Wien. Über die Szene hinaus wurde er durch seine Auftritte in der Ö3 Sex-Hotline bekannt. Heute arbeitet er für die Barbara Carli-Show. Die HOSI hat sich ja sehr früh schon in der AIDS-Krise engagiert. So im März 83, also ganz, ganz, ganz früh, hat die HOSI war mit herausgegeben, eine der ersten deutschsprachigen AIDS-Informationsbroschüre, also mit Universitätshautklinik und dem Gesundheitsstadtrat in Wien damals. Und hat seither dann immer sich mit der Thematik AIDS befasst. Wir haben dann und im Jahr 85, also im Gründungsjahr der AIDS-Hilfe, hat vor allem eben der Reinhard Brandstätter Kontakt gesucht, also als HOSI-Obmann mit dem Ministerium, hat Netzwerk betrieben und es haben sich innerhalb der HOSI ein paar Leute gefunden, die dann in Kooperation mit Ministeriumsmenschen oder mit der Judith Uterer, die damals Oberärztin in Linz war, sich zusammengetan und haben überlegt, wie könnten wir damals nach deutschem Vorbild, weil in Deutschland gab es bereits die ersten AIDS-Hilfen, auch etwas in diesem Land installieren und haben sozusagen ein Modell gebastelt, Statuten erstellt, als HOSI, als politische Vertretung mit einem Person- und Proponentenkomitee für den zu gründenden Verein AIDS-Hilfe beim damaligen Minister Steirer vorgesprochen, finanzielle Zusagen geholt, Unterstützungserklärungen eingeholt und daraus ist dann im Jahre 85 die österreichische AIDS-Hilfe entstanden, im August. Und hat sozusagen, das war die eine Geschichte, das initiiert zu haben, es war ja die HOSI auch personell natürlich stark verflochten mit der AIDS-Hilfe, zumindest in Wien und mit der Zentrale. Die HOSI hat aber unabhängig davon dann natürlich auch weiterhin sich des Themas angenommen und wir haben 86, 87, die ersten AIDS-Informationswochen gemacht und große Veranstaltungsreihen, Diskussionsreihen initiiert als HOSI Wien. Parallel dazu die AIDS-Hilfe mit dem Angebot auch von Prävention, von Beratung, von Testung und so weiter. Das war dann etwas Eigenständiges, war aber immer sehr stark verbunden, überhaupt natürlich mit der schwulen Community, im Besonderen mit der HOSI und hat dann auch sozusagen eine Entwicklung genommen und dann hat sich es auch ein bisschen auseinanderentwickelt, weil es halt strukturelle und personelle Veränderungen gab. Aber das war so. Und die Schwierigkeit, ich denke, war durchaus vergleichbar, wenn man die Anfänge der Lesben-Schwulen-Bewegung, also der Organisierten, und die Anfänge so etliche Jahre später der organisierten Befassung mit dem Thema HIV-AIDS, das war keine Uniklinik, also so die ersten Informationsgeschichten, die wir gemacht haben, Infostände, also wo du beschimpft worden bist und wo du gesagt hast, wen interessiert das und das sind die Warmen untereinander ausmachen und diese Belästigung sozusagen, die Schwierigkeiten, die es gab, Prävention zu machen, ja. Die erste Broschüre, eine der ersten Broschüren, die AIDS-Hilfe gemacht hat, 87, ja, wo das unanständige Wort Abspritzen vorkam. Das wurde dann in Vorarlberg auf Geheiß des Landeshauptmanns oder der Gesundheitsbehörde eingezogen und eingestampft. Das kann man den Leuten nicht zumuten und so. Also mit solchen Dingen musste man sich damals befassen.